So sieht ein Weltmeister aus. Der US-Amerikaner Ryan Lochte hat das 200-Meter-Freistilrennen der Männer bei der Schwimm-WM in Shanghai gewonnen. Am Ende schlug er wenige Hundertstel vor seinem Landsmann Michael Phelps und Deutschlands Goldhoffnung Paul Biedermann an. Der Weltmeister von 2009 konnte sich über den dritten Platz nicht wirklich freuen. Momentan bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Als ich das gesehen habe, war ich schon ein bisschen, was war denn das jetzt? Hast du es bestimmt an den Wänden verloren? Auf der einen Seite bin ich jetzt ein bisschen drauf, auf der anderen Seite weiß ich jetzt, was ich noch zu tun habe. Es war ein super Rennen. Da kann man sagen, das ist schon das olympische Finale gewesen, was da an den Start gegangen ist. Und wenn man das auf den dritten Platz umrechnet, ist das schon ganz okay. Auch Rekord-Olympiasieger Phelps war deutlich anzumerken, dass er mehr an die verlorene Goldmedaille dachte, als an das gewonnene Silber. Dabei hatte er nach Motivationsproblemen erst vor wenigen Monaten seinen Spaß am Schwimmen wiederentdeckt. Vom Sieger Lochte gab es dennoch eine Menge Respekt. Last year he wasn't really happy, so I know he put in the work. So I know he's, it's Michael Phelps, he's one of the best swimmers in the world. And I know he, no matter what, when it comes time to it, he'll show up at the race. Schon nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in London bekommt Biedermann die Chance zur Revanche. Olympia, wenn man sieht, wie knapp das alles ist, kann man sich überhaupt nicht sicher sein. Das heißt, jeden Tag, den ich auch nur ansatzweise im Training irgendwie schlampe, werden die anderen besser. In London wird dann wieder Ryan Lochte der Mann sein, den es einzuholen gilt.